Komm, er gibt mir echt einen Header. Was geht bei euch ab? Willkommen zur heutigen Matchmaking-Folge hier bei CSGO. Wir spielen Köbelstein. Oh, die Hühnchen. Fuck, Mann, ich hab's schon wieder verpasst. Ich will doch so gern wieder meine Hühnerarmee aufbauen. Oh, gehen wir alle auf B, lang? Selbst B, lang. Oh! Das ging irgendwie schnell. Zum Thema. Leute, Twilux hat geantwortet. Ich verlinke seine Antwort hier unter dem Video und werde es auch mal kurz einstellen. Aber ich glaube, es ist so viel Text, dass es wahrscheinlich schwer zu lesen ist in diesem kleinen Bildschirm. Also ich lasse es jetzt mal einblenden. Ihr könnt ja anhalten. Und weiter geht's. Ja, sehr gut. Ja, Twilux hat sehr, sehr schnell... Komm her, du Lurch. Warum frischst du nicht den Headshot, Dude? Alter, wie ich ihn total anschieß. Darf es wahr sein, was gerade passiert hier? 76 in 6. Vielen Dank. Er hat ultra schnell geantwortet. Also innerhalb von, ich glaube, 3-4 Stunden war die Antwort am Start. Das Video kam recht spät, wenn ich mich recht entsinne. Daher schon mal dicke, fette Props an dich, Twilux, falls du gerade auch reinschaust hier. Ich habe ja gesagt, ich löse die ganze Sache nochmal auf. Einige von euch haben es vielleicht noch gar nicht mitbekommen. Die schauen sich die Folge am besten an. Ich habe es auch hier unten einfach mal verlinkt. Es ging um einen Twitter-Post. Er hat sich mehr oder weniger darüber beschwert, dass die YouTube-Ad-Revenue schlechter wird. Und hat... Oh, fick! Nein, komm, komm! Wir werden gerade vom Feinsten zusammengefickt hier. Naja, eines meiner Videos lief bei ihm als Werbung vor seinem Video. So wie eben normale Werbedinger an sich eben auch geschehen. In dem Fall keine Zalando-Werbung oder wie auch immer, sondern meine Werbung. Und er hat sich über die YouTube-Ad-Revenue beschwert, nicht über mich. Wenn ihr das Video geschaut habt, dann wisst ihr ja eh, worum es geht. Also, ich habe ihm Folgendes unterstellt. Und zwar habe ich gesagt, er würde sich nicht gut auskennen mit der YouTube-Ad-Revenue, mit AdSense, mit allem, was da drumherum hängt, der ganze Rattenschwanz, mit der Geldgeschichte und so weiter und so fort. Am Ende des Videos habe ich aber, um mich, ich sag mal, unangreifbar zu machen, gesagt, dass das alles Behauptungen sind. Und ich praktisch dieses Video erstelle, um eine Reaktion von ihm zu erhalten. Und genau das hat funktioniert. Er hat geantwortet, er kennt sich gut aus und ist wirklich einfach ein nicer Dude. Ich meine, wenn du dir das mal überlegst, ja? Ach komm, ich hab dir einen verschissenen Header gegeben. Willst du nicht sterben kurz? Ja, jetzt ist er tot. Naja, auf jeden Fall. Eine richtig coole Socke. Wie er geschrieben hat, optimal. Gerade in der heutigen Zeit, wo es ständig YouTube-Beefs und die ganze Scheiße gibt, wovon ich ja mehr oder weniger eine Karikatur gemacht habe. Ah, die Jungs haben gekauft. Es war einfach sehr, sehr cool, dass er sofort geantwortet hat mit diesem Kanal, mit dieser Kanalgröße, ja. Und dann auch qualitativ noch so hochwertig, ja. Nicht irgendwie so... Ach komm, warum flasht er mich denn jetzt, ihr Pisser, Mann? Das ist zusammengefasst. Cool, dass er geantwortet hat. Cool, dass er so schnell geantwortet hat. Und dass die Antwort so qualitativ hochwertig war. Lest es euch mal durch. Unterm Video sind beide Antworten. Also er musste eine zweite schreiben, weil seine erste Antwort so lang war, dass sie gelöscht wurde von YouTube, weil sie als Spam erkannt wurde. Ich habe es aber dann natürlich direkt freigeschaltet und bin aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, what? Er hat geschrieben und ich dachte, Twilux, geil. Das ging aber schnell und wie deine Antwort wurde gelöscht. Ich guck sofort nach. Er hat sie mir dann nochmal per Twitter geschrieben, also abfotografiert. Und ja... Ich müsste die alle muten, die sind unglaublich salty. Das ist richtig krass, Mann. Die regen sich auf gegenseitig mit den Gegnern, spielen sie sich hoch. Und schon! Des Weiteren ging es noch um die ungeschnittene Matchmaking-Folge, beziehungsweise die Auswertung dazu oder davon. Ihr wolltet ja immer, dass ich unbedingt ungeschnittene Matchmaking-Folgen mal ausprobiere, zumindest. Und ich habe es getan, es kam durch die Bank sehr, sehr gut bei euch an. Es gab paar wenige, die aber auch nicht ganz verstanden haben, worum es ging. Es ging um die Ungeschnittenheit, nicht um die Länge. Mir war schon klar, dass das Video mit über 50 Minuten extrem lang wurde. Ich kann im Vornherein ja halt nicht wissen, wie lang ein Spiel geht. Aber über das Nichtschneiden an sich haben sich eigentlich so gut wie alle gefreut. Wir werden so niedergemacht, das gibt's nicht, ne? Manchmal ist es ein Wimpernschlag und vier sind weg. Also wie gesagt, mir ist schon klar, dass die Folge ein bisschen lang war. Ich werde gucken, dass ich so 2 bis 4 Mal im Monat solche ungeschnittenen Sachen mache. Am besten am Wochenende und natürlich, wenn es mir möglich ist, nicht so lang, ganz klar. Aber da ich, wie gesagt, nicht im Vornherein sagen kann, wie lang die Folgen werden, ist es eben, ja, schwierig. Versteht ihr? Hm? Naja, gut. Hoffen wir mal, dass wir jetzt noch was holen können. 09 ist wirklich abnormal. Das hätte ich mal ungeschnitten machen sollen, verdammte Scheiße. Das ist wahrscheinlich gleich fertig hier, so hart wie wir auf die Fresse bekommen. Es ist echt beeindruckend, wie die uns gerade einreißen, ne? Wir können nichts machen. Es steht 10-0, um Himmels Willen. Und wir machen jede verschissene Runde in Force. Es fuckt ultra ab. Hab ich schon eine M4 gehabt? Ich glaube nicht. Oh, warum callt ihr denn nicht, ihr Faschisten? Jetzt hat Fatih eine M4, verstehst du? Jetzt kann es endlich mal losgehen. Der eine zitiert gerade den anderen. Wisst ihr, ich habe gefragt, warum sie nicht callen. Also, ich habe geschrieben, warum sie nicht callen. Und der eine schreibt, ihm ist es egal, wegen den Cheatern. Sind die bescheuert?
sowas fuckt doch ultramäßig ab, oder? Ich würde ihn jetzt gerne reporten, aber es bringt ja nichts. Wie kann man nur so drauf sein? Wir haben es gerade gestern im Livestream gehabt. Ständig wird aufgegeben, so von wegen, die sind viel besser als wir. Das müssen Cheater sein. Ich meine, guck mal, wenn man so spielt, wie der Vollidiot. Scheiße, Mann, jetzt pissen sie sich wieder hoch. So was fuckt ultramäßig ab. Dieser Faith hört sich genauso an, wie er auf seinem Bild aussieht. Wie so ein beleidigtes kleines Dreckskind, Mann. Alter Gott! Ich hasse es, mit Kindern zu spielen. Warum? Ich dachte mir, guck mal, und dann regt er sich auf. Ich meine, Lars, es war wirklich jetzt bitte, dass du mit einer Flash da reingelaufen bist, aber okay. Die sind trotzdem nicht schlimm. Da muss man nicht so behindert rumpimmeln wie die. Man kann sich für sich aufregen, so wie ich. Für sich in sich hinein. Hopp, Jungs, die machen jetzt nicht die 16-0. Die cheaten. Ich will nicht mehr. Alter, das ist doch nicht im Kindergarten. Es wird durchgeklatscht bis zum Schluss, ganz einfach. Heide, nein, ist nicht zu glauben, wirklich. Komm, jawohl. Den verschissenen Win kriegen sie jetzt nicht. Hopp, blau, stupid, boost me, dann kann er nicht hochspringen. Ich glaube, das ist der, der sich am meisten aufregt über alles. Oh Gott. Okay, habe ich im Griff, Jungs. Vorbei. Oh. Scheiße. Egal, kein 16-0. Es ist jetzt Ruhe. Und ich bin Zweiter, versteh. Zweiter von den Verlierern, oh Mann. John W. regt sich jetzt nochmal jemand übers Team auf. Guck mal, wir sind eigentlich gleich. Gut, der eine hat jetzt fast 12 Kills, also doppelt so viel wie der Zweite, aber trotzdem. Ach komm, er gibt mir echt einen Header. Boah! Penis! Gepimmelt, Alter. Easy Klatsch, Mann. Wenn ich vor jemandem stehe, dann machst du nichts. Dann bin ich tot. Dann bin ich tot. Außer ich treffe nicht. Dann bin ich tot. Aber meistens bin ich nicht tot, weil ich sau gut bin in dem Spiel, ne? Mhm. Achtung! Easy Experience, meine Freunde! Ah, nein! Hoffentlich ist Belong down. Ja, ist down. Ja, noch eins. Und noch Spot, Ding. Ah, one chicken, lass mich schicken. Nice. Oh, Kinder, jetzt fahren wir aber hoch hier. Ich wollte eigentlich so viel ansprechen, jetzt habe ich diese zwei Sachen angesprochen. Bezüglich Resident Evil, wundert euch nicht, die nächsten 5 Folgen sind alle am Stück aufgenommen. Oh, ich hole keinen Kevlar, weil ich ein Profi bin, ne? Ja, ja. Falls ihr Vorschläge habt und sowas, kann ich die leider erst etwas später anwenden. Was machst du da, Hühnchen? Und nochmal zu der Sache mit der Axt, Kinder. Die Axt habe ich, meines Wissens. Direkt am Anfang hochgehoben, als wir in diesem verschissenen Kinderzimmer waren. Und ich habe gesehen, ohne Spielzeugaxt, was kann man damit machen? Naja. Und hab's dann einfach gelassen. Versteht ihr? Und dann hat mir Nasticore irgendwann geschrieben, hey, da ist noch eine Axt, nimm die mal mit. Dann hast du vielleicht eine bessere Melee-Waffe. Ne? Also höchstwahrscheinlich, eine Axt ist ja besser wie so ein Zahnstocher, den ich da im Moment am Start habe. Ich habe mir gedacht, da ist irgendwo eine echte Axt, eine richtige Axt. So eine mit Metall vorne dran. Nicht so eine Spielzeug-Axt, verdammte Scheiße. Ich bin rumgelaufen, dachte, wo ist die Axt? Wo ist die? Okay, da ist die Spielzeug-Axt da unten, aber wo ist die Axt? Verdammte Axt! Leichtes Missverständnis, jetzt sind wir uns ja... Oh! Drops down. Another one drop. Jetzt weiß ich ja, was ich machen muss. Heide, nein. Das war wirklich eine schwere Geburt mit dieser Axt, ne? Ich hab's nicht gerafft. Ist ja schon gut. Warum habe ich die damals nicht direkt mitgenommen? Wahrscheinlich war ich voll. Stimmt. Ich musste auch die Schlüsselkarte erstmal liegen lassen. Mann, wie bitter, oder? Gibt's das? Na, Jungs, es geht doch, hey! Ist die Map eigentlich so krass T-seitig? Nee, oder? Kommt mir total merkwürdig vor, dass wir so krass robben und dass die vorhin auch so gerobbt haben. Der ist 100 Bruder Unhö. Schon mal drüber nachgedacht, ha? One drop. Blau, beschütz mich bitte. Dankeschön. Blau ist mein Beschützer. Schnell in die Chicken Eye. Schnell in die Chicken Eye. Geh da schnell auf. Hühnchen. Nee. Oh, sie ist geplatzt. Fuck, man. She was yours for 4 seconds. Ich habe die CTs ja alle gemutet. Es würde mich aber trotzdem interessieren, wie sie jetzt gerade rumheulen, dass wir so viele Runden holen. Die Töne und die Cheat. War das der Elong, den ihr gerade eben gekillt habt? Ah jo, tatsächlich, habe ich den nicht getroffen? Also ich habe ihn getroffen, aber scheinbar nur so lasch, dass das gar nichts ausgemacht hat. Dass er sich gedacht hat, whatever. Kobe! Yay! Sledgehammer! Wir sind schon ein bisschen gut gerade, ne? Aber möglicherweise lassen sie uns auch einfach nur gewinnen, um vielleicht noch Punkte zu sammeln oder sowas. Sehr schön. Man merkt einfach jetzt schon wieder, wenn die Atmosphäre besser wird. Ich meine, es ist ganz klar, diese Team-Atmosphäre, ja?
dann gewinnt man. Wenn man zusammenhält, schön callt und sich einfach mal anstrengt. Und nicht jedes Mal direkt die Scheiße in der Hose stehen hat, wenn mal was nicht läuft. Nee, wäre auch fucking cheating. Also wenn hier ein Cheater dabei ist, dann lache ich aber. Und wenn du dir dann überlegst, dass du nur aufgrund der Saltiness deiner Mates verlierst, nicht irgendwie, weil die Gegner zu gut sind oder weil ihr zu schlecht seid, sondern nur, weil deine Mates so salty sind, dass sie aufhören, richtig zu spielen und der Spielfluss verloren geht, dieser Teamspielfluss. Nur deswegen verliert man. Das ist einfach... Das ist doch unglaublich ärgerlich, oder? Das gibt's doch gar nicht. Scheiße, Mann, jetzt drücken sie uns gerade. Gott, ich habe ihm eine SG gedroppt, ne? Er hat sie sofort weggeschmissen. Ich wollte ihm eine AK kaufen eine SG. Geil. Oh mein Gott! Bezüglich der besprochenen Themen könnt ihr euch natürlich gerne in den Kommentaren auslassen. Morgen ist wieder Livestream ab 19.30 Uhr. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Das Giveaway zu diesem Knife und den 19 anderen Skins ist vorbei. Die Gewinner werden in einer Woche, spätestens in zwei Wochen, bekannt gegeben. Ich werde dafür kein extra Video machen, sondern die Gewinner einfach in einem Video nennen. Also schön aufmerksam, gucke, gell? Macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Meine Augen sind ultra trocken, es ist noch sehr, sehr früh am Morgen. Ja. Wie ist das?